Willkommen bei drei Stühle und eine Meinung. Wir essen jetzt Donuts und eigentlich hätte eine bessere Anmoderation, die man sich vorher überlegt hat. Ja, sehr ruhig. Ja. Ja, wir sind jetzt wieder zu Hause, gerade vom Sommerfest. Es ist jetzt schon dunkel draußen. Aber wir haben noch Donuts zu essen, auch wenn wir voll sind. Wir müssen jetzt noch... Wir freuen uns sehr darauf, dass wir jeder sich bei Brambillas Donuts am Stand einen Donut ausgesucht haben. Das heißt Brambibals. Nein. Ich dachte, das heißt Brambibals. Brambibals? Ich habe das tausendmal falsch gesagt. Bei Brambibals Donuts. vier wunderschöne Sorten ausgesucht haben. Die extravaganteste beginne ich bitte. Nimm dir bitte deinen raus, damit wir die anderen besser greifen können. Du hast eine Gabel, tu es. Ach so, die extravaganteste meinst du jetzt? Das war ironisch, ja. Danke. So, dann... Er ist mit Zucker. Und Zimt. Zimt. Oh. Zimt und Zucker. So, das hier ist meiner, der schöne rosane. So, dann nimm bitte deinen. Ich hatte ja, das ist den. Ja, der letzte von dieser Sorte. Ja. Dass alle Menschen sein. Du kannst auch was abhaben davon. Probier dann mal. So. Jetzt sieht man deinen Donut nicht mehr. Ich habe jetzt hier smoked, salted smoked coconut, also gesalzene, geräucherte Kokosnuss ist hier drauf, so in Flocken, nennt man das, Kokosflocken, ja, Splitter, was auch immer, riecht auch schön rauchig. Mehr oder weniger aber Donut, also wir kennen die Donuts auch schon. Wir holen die dann jetzt auch bei jedem Sommerfest oder bei jeder Veranstaltung, wo man jetzt trinken kann. Sind super lecker. Und auch mit diesem gesalzenen Kuchen, das ist was gut dazu. Das ist ein bisschen, soll glaube ich ein bisschen Bacon imitieren. Es gibt ja auch so ein Bacon drauf und diese gesalzene Kokosnuss mit dem Raucharoma schmeckt dann auch so. Wie bei Two Broke Girls, die hatten ja auch sich so eine Cupcake-Sorte mit Ahornsirup und Bacon drauf überlegt. Das ist so. Ja, also schmeckt mir sehr gut. Würde ich auch jederzeit 5 von 5, was ist denn normalerweise so ein Kühe und Hühner? 5 von 5 glückliche Kühe und Hühner. 5 von 5. Kühner finde ich gut. 5 von 5 glückliche Kühner vergeben. Ich möchte übrigens nebenbei erwähnen, dass wir, als ich diese Packung in der U-Bahn transportiert habe, dass wir von Passanten ausgelacht wurden, weil es eine so kleine Schachtel ist. Die hatten sich zu dritt irgendwie 12 Donuts zum Frühstück geteilt, auch von Bram. Miller. Bramibald. Bramibald. Ich komme nicht klar. Denen war vielleicht nicht bewusst, dass wir auch noch andere Sachen gegessen haben. Und die wahrscheinlich auch. Mhm. Aha. So, dann probier mal. So, ich probiere jetzt hier den Standard. Ja, der Mann, der in seinen Kochvideos Bananen mit den Händen zerquetscht, möchte aber keine Donuts anfassen, weil das ist... Er besteht darauf, ihn mit Besteck zu essen. Ja, also... Ich persönlich hätte eigentlich bevorzugt, wenn es noch eine Sorte gegeben hätte, komplett mit ohne hier irgendwas drauf. Also du weißt, dass das dann nur frittierter Hefeteig ist, der nach gar nichts schmeckt. Ist da drinnen nicht auch noch irgendwas? Nein. Das ist einfach nur frittierter Hefeteig. Und das schmeckt ohne diese Zucker-Zimt-Sache, schmeckt das nach Brötchen. Das wäre eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Genau. Ich glaube, das wäre nicht so der Verkaufsschlag. Also man hätte jetzt für Alex auch ein Brötchen kaufen können. Das klingt ja noch ziemlich nach Bagel. Ja, es wäre ein Bagel! Bagel. Das wäre ein Bagel. Also Verbesserungsvorschlag, falls das Brami bei Donuts sieht, bietet doch auch Bagel an für eure Kunden. Manche wenige wollen das. Eine Person, tut es bitte nicht. Es ist ziemlich süß ansonsten. Es ist ein Donut. So. Gut, dass du einen zweiten Bissen nimmst. Ich kann deine Erwartungshaltung nicht nachvollziehen. Ja, wie? Ich habe Kokos-Ananas. Den letzten. Doch. Oder ist sogar mit deiner Ananas drauf, ja. Ja. Mit Sahne im Donutloch. So, schmeckt sehr gut. Ja, guck mal, Kinder zu. Stimmt, deine nicht. Wie würdest du ihn bewerten? Cousine. Ich habe keine Nichte. Ich habe keine Geschwister. Also schmeckt sehr lecker. 5 von 5 wollte ich. Ich habe jetzt hier, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was jetzt, wie es schmecken soll. Es ist jetzt mit Himbeerglasur und Pistazien drauf. Ich stehe ja total auf Pistazien, aber die mache ich eigentlich immer lieber bis Seiten. Genau, gab ja noch einen Rosane, das war mit Hibiskus, glaube ich, das ist die Himbeer, genau. Moment.
Ich muss mir Worte überlegen. Ja, ich schmecke wirklich leider gar nichts von der Pistazie, was ich ja schade finde. Es schmeckt alles nur nach sehr, sehr süßer Himbeer-Zuckerglasur, auch sehr künstlich. Was, glaube ich, bei einem Donut nicht unüblich ist. Die Sorte ist jetzt nicht meine Lieblingssorte. Ich habe schon viele andere Sorten dort probiert. Ich wollte auch eine neue probieren. Würde im Vergleich zu anderen Sorten, die ich kenne, 3,5 glückliche Kühner geben. Aber nichtsdestotrotz schmeckt der sehr gut. Also es ist ein Donut, es ist süß und es schmeckt sehr nach Chemo-Himbeere. Würdest du noch was sagen? Ne? Ja, und zwar, also im Vergleich zu einem Bagel, der 5 von 5 gehabt hätte, hat er jetzt 4 glückliche Hühner und eine halbe glückliche Kuh. Halbe glückliche Kuh klingt nicht vegan. 4 glückliche Hühner und eine halbe glückliche Kuh, also gibst du 4,5? Ja. Von 10 dann aber? Oder? Nee, von 5 schon. Und das, obwohl du eigentlich nicht zufrieden damit bist, dass der Zucker drauf ist? Es könnte. Er hat also, mit einem Bagel nicht prinzipiell. Donut und Bagel kann man doch nicht vergleichen. Süß und herzhaft. Ich habe prinzipiell kein Problem mit dem Zucker, ist nur zu viel. Wenn es so ungefähr so ein Viertel davon wäre. Aber ist ja dann 4,5 ist ja trotzdem noch sehr gut. Ja. Also je mehr Zucker, desto mehr Abzug. Ja. So. Du klangst jetzt aber vorher halt unzufrieden. Ne? Also unzufrieden bin ich eigentlich. Es ist gut, dass wir eine Skala eingebaut haben. Donut oder diese Schuhe von heute früh? Was? Worum geht's? Die Schuhe. Was du bevorzugen würdest? Nee, ja, den Donut, das Zeug von heute früh, das hatte 2 von 5, das fand ich überhaupt nicht gut. Aber das kann man besser vergleichen als Donut und Bagel. Das hat einen Grund und hat auch eigentlich an der Stelle, ja. Diese schönen Tüten, da gab's an einem, wie heißt das, Riesenrad? Nein, wie heißt das? Glücksrad. An einem Glücksradstand. Und angeblich ist in den Tüten nie dasselbe drin. Deswegen haben wir zweimal gedreht. Jeder hat eine Tüte. Ist von dem Verein Die Seelentröster. Tiere helfen Menschen e.V. Der Spaß hat 2,50 € gekostet, da zu drehen. Und ich bin immer mal, was da drin ist. Oh, da ist viel drin. Das ist einmal Isana Haaröl Intensiv 2 in 1. Also so eine Art Haarkur für brüchiges Haar. Das ist sehr gut. Ich habe brüchiges Haar. Das ist ganz klein. Was ist das? Eine Bio-Body-Lotion, eine kleine. Ein Luftballon von DM. Noch ein Luftballon. Ein Luftballon von ohne Hersteller. Jetzt wahrscheinlich auch der. Und jetzt ist hier noch eine Tüte in der Tüte. Frohe Ostern! Das war's erstmal. So, frohe Ostern! Frohe Ostern euch allen. Da ist noch mehr drin. So, da ist ein winzig kleines Darth Man plus Care Deo drin. Nice. Gut, dass ich einen Mann habe, das verwenden kann. Dann Fußwärmer, wohltuende Wärme für kalte Tage. Ist das für kalte Füße? Wie soll das funktionieren? Zum Aufkleben auf den Strumpf. Aha. Auf den Strumpf? Ja, und dann wird das offenbar warm und hält bis zu 8 Stunden die Füße warm. Aber das sieht nicht aus, ob das auf dem Strumpf ist, weil... Nee, das kannst du auf den Strumpf kleben, das sind so Einlagen. Ja, aber auf dem Bild ist der haben die gar keine Strumpfe an, oder? Ja, damit du weißt, an welche Stelle das kommt, das soll vorne hin. Mhm. Keine Ahnung. Würden nicht so gut aussehen bei so einem Produktbild. Ja, und außerdem ist August. Also, wenn ich was nicht brauche im Moment, dann sind es warme Füße. Das heißt, das Let's Try gibt es irgendwann später. Ist ja auch ein Osterbeutel, ja? Also zu Ostern ist es wahrscheinlich auch nicht so kalt. Und hier ist noch die obligatorische Ostereierkerze drin. Die ist gut, ja. Bei der Klimaveränderung brauchst du den sowieso nicht mehr, den Fußwärmer. Das stimmt allerdings. So, ja, das war drin für 2,50 €. Das ist okay. Und es ist sicherlich auch alles gesponsert. Von daher ganz liebevoll zusammengestellt. Und zwar ja für eine Spende für den Verein. Darum ging es ja eigentlich. Ich glaube, ich habe die Tüte auch. Spaß des Drehens muss man ja auch berücksichtigen. Ja, Spaß des Drehens. So. Nein, du hast was anderes. Du hast einen Schwamm. Aber ich habe auch so eine Tüte. Was ist denn ein sehr schöner Schwamm? Du hast auch einen gelben Ballon, auch von DM. Ja. Ist ein blattförmiger Schwamm, das heißt, der ist vegan. Duschgel, Pfirsich. Da muss ich dran riechen, ich liebe Pfirsich. Und dann auch. Ich rieche nur Luftballon, weil ich Luftballon angefasst habe. Ich rieche. Ist die zu? Ich rieche gar nichts. Ja, wenn die zugeklebt ist, riecht man auch nicht. Ah, guck mal. Oh, da sind Lämmchen drauf. Vögelchen. Oh, das ist süß. Ja. Du hast keine Fußwärme. Doch. Ah nee, Handwärme. Das ist schön. Aber dein Duschgel ist gut.
Die kann man jetzt kombinieren, den Fuß wärmen, die Hand wärmen, dann ist dann überall warm an den Extremitäten. Dann ist es wieder kalt. Das war's dann. Du hast keine Ostereierkerze? Nee, du hast dafür das schöne Hängebild. Ja. Ja. Ich nehme auch lieber das Hängebild. Das kann ich nicht verstehen. Ja, also ich muss sagen, die 2,50 Euro haben sich zumindest für den Spaß gelohnt und ich werde die Produkte auch verwenden. Wobei ich mir bei den Fußwärmern nicht so sicher bin. Mal gucken. Ja. So, ich habe jetzt den Partner getauscht. Und zwar aus dem Grund, dass wir jetzt was anderes unboxen. Und zwar das, was wir bei der Lotterie gekriegt haben. Und zwar haben wir 20 Lose gekauft, jedes Los für 1 Euro. Dieses Jahr waren die limitiert, da durfte man maximal 10 pro Person kaufen. Wir wollten eh nur 20, wir sind 2 Personen, also war das kein Problem. Genau. Ja, und das Zeug, was es dort gibt, das ist halt meistens alles mehr wert als 1 Euro, ist halt gesponsert und da gewinnt am Ende jeder. Also wir kriegen halt tolle Sachen für nur 1 Euro, die Sponsoren haben ihre Werbung, wir sehen deren tolle Produkte und können die dann halt auch mal ausprobieren und dann vielleicht öfter kaufen, ist denke ich mal deren Plan. Und die Erlöse werden halt auch nochmal gespendet. Ich weiß jetzt nicht genau wohin, aber auf jeden Fall hilft es den Tieren. Ja, und ich das? Für das vegane Sommerfest an sich. Achso, ne, das hilft ja auch den Tieren, ja. Ja, das vegane Sommerfest hilft ja auch. Für das vegane Sommerfest, genau. Und wir hatten jetzt bei 20 Losen nur 3 verschiedene Losarten gezogen. Also es ist immer ein kleines Tier drauf und wir hatten 8 Marienkäfer, 4 Hunde und 8 Hirsche. Genau, die 8 Hirsche sind normalerweise so Gutscheine gewesen, dass man irgendwie an dem einen Eisstand 3 Kugeln zum Preis von 2 kriegt. Das ist für mich dann eher so eine Art Trostpreis, würde ich sagen, weil ein bisschen Rabatt zu kriegen ist ja eigentlich eher so eine Werbeaktion. Da hat sie ja gemeint, es ergibt ja keinen Sinn, uns beiden jetzt irgendwie da 8 Gutscheine zu geben, wo wir dann irgendwie jeweils 3 Kugeln Eis kriegen und hat dann diese Gutscheine durch andere Preise ersetzt und war da auch sehr großzügig. Ich hatte uns immer noch irgendwie noch Sachen draufgepackt und so. Also ich glaube, wir haben eine ganz gute Ausbeute. Wir fangen ja einfach mal an. Den gab es nicht gelost, den haben wir gekauft. Wir haben hier ein Happy Cashew gekauft, Chakalaka. Habt ihr in dem Video, was wir vorher rausgebracht haben, werden gesehen, da haben wir den probiert. Der war sehr lecker, da haben wir den gekauft. Ja, das ist was, wofür wir Geld ausgegeben genau, haben. Genau, darum kommt sie zur Seite. Der Stand war auch schon relativ ausgeräubert, deswegen, als sie gesehen hat, dass wir von der einen Losart sehr, sehr viel hatten, ist sie dann einfach zu allen anderen Lossachen gelaufen und hat dann immer wieder mehr zurückgebracht. Hat uns dann individuell was zusammengestellt, sodass wir halt nicht immer 8-mal das gleiche gekriegt haben. Ja, deswegen haben wir jetzt ganz viele verschiedene Sachen. Zum Beispiel das. Weiß ich nicht, ob wir das als Preis bekommen. Ich glaube, es hat uns einfach oben mit draufgegeben, kostet sonst auch 3,90 Euro. Kochen ohne Knochen. Ja, das denke ich mal. Ich weiß gar nicht, was so drin ist. Schauen wir mal. Mit Werbung. Special mit den Leuten von Bosch. Ist ein YouTube-Kanal und die haben auch ein veganes Kochbuch mit sehr vielen geilen Rezepten. Ich denke mal, da sind ein paar coole Sachen drin. Ja, müssen wir mal genauer gucken. Ja, ja. Auf jeden Fall viel Werbung, Artikel zu Veganismus, ja, Rezepte. Vegan kochen ohne Gedöns. Maisschnittchen mit grünem Spargel. Zucchini Porridge. Auch genannt Surridge. Ja. In der Barbie-Puppe zum Feminismus. Genau, schauen wir mal. Schöne Zeitung. Die haben wir nur einmal. Genau. Braucht man auch, glaube ich, nicht mehr mit. Was ist das? Vegans Berry Affairs Physalis. Was ist das? Schauen wir mal. Getrocknete Bio-Physalis umhüllt von weißer Bio-Kakaobutter zur Bereitung mit Fruchtgeschmack. Ja, machen wir jetzt auf. Das haben wir auch mehrfach gekriegt. Und das kostet sonst im Laden unter Garantie auch mehr als 1 Euro. Ja. Nochmal angepackt. Physalis und weißer Schokolade. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Physalis-Fan, muss ich sagen. Die weiße Schokolade sieht auf die Ockerfarben aus. So. Man kauft sich eine weiße Schokolade und drin hat so ein bisschen Frucht, aber man schmeckt eher die weiße Schokolade. Mhm. Ja, lecker, kann man essen. Kommt die Süßigkeit rein. Ja. Haben wir, wie gesagt, auch mehrfach bekommen. Dann haben wir noch bekommen von Chartex, warm und vegan. Das ist quasi so ein Tassengericht. Hier mit der Sorte mexikanisch. Das ist, so ein, ist immer so ein Getreidegericht, wo man dann heißes Wasser draufschüttet und dann hat man so ein kleines Mittagessen. Das ist ganz nett, wenn man das mit auf Arbeit nehmen möchte. Hatte ich schon mal. Ich glaube, nicht diese Sorte, aber fand ich ganz lecker und ist auch schnell gemacht und kostet in der Regel auch mehr als 1 Euro pro Tüte. 100 Gramm zubereitetes Gericht, dann 124 Kalorien. Ich weiß gar nicht, wie viel kommt dabei raus oder so irgendwo. 120 Milliliter auf Summe X an Gramm Trockengericht, 65. Genau, das sind 65 Gramm. Jetzt sagen wir mal, so 180 Gramm sind das. Hat 250 Kalorien vielleicht, 280 Kalorien. Also so ein kleines Mittagessen dann. Sehr für klein. Die Arbeit halt, Büro oder so. Genau, dann haben wir...
Mr. Tom Erdnussriegel, davon haben wir jetzt auch, glaube ich, einige bekommen. Da kann man auch nie was falsch machen. Die fand ich früher gar nicht so geil, muss ich sagen, weil die sehr hart sind und ich früher sehr nützlich war. Und die haben mir immer so in den Gaumen geschnitten. Inzwischen habe ich gelernt zu kauen und finde die echt gut. Also die sind Erdnuss und Karamell und super lecker. Also genau. Mr. Tom bin ich mittlerweile ein Riesenfan davon. Und noch zwei. Also 6 Stück. Und da kostet der Zweierpack sonst an der Kasse in der Regel so 80 Cent. 2 verschiedene oder ist das? Ja, ist das gleiche. Oatly Organic Café Latte. Vegan. Das ist. Ja, Hafer. Zusätzlich Haferbasis, Wasser, Hafer, Kaffeeextrakt. Ja, also Oatly werden die meisten kennen. Das ist die To-Go-Variante. Milch mit Kaffee. Eines Café Latte, das heißt Kaffee und Hafermilch. Wollen wir das probieren? Ich bin jetzt nicht so der Kaffee-Fan. Jetzt gerade nicht. Können wir auch spät, oder? Ja, machen wir ist ja auch nicht kalt. Normalerweise soll man es glaube kalt trinken. Das ist jetzt alles lauwarm, weil es ja den ganzen Tag auf dem Sommerfest stand. So, dann haben wir also ein paar Trinkbällchen bekommen. Dinkel Mandel. Die kennen wir auch schon. Das sind, ja, wie so für Schulkinder diese Trinkpäckchen, halt relativ süße Dinkelmilch. Ja. Also Dinkel und Mandel, das weiß ich gar nicht, wie viel Mandel ist da drin. Wasser, Vollkorn, Dinkel, 13% Dinkel, 2,5% Mandel. Ja, dann gab es noch, oh, die sind jetzt ein bisschen kaputt gegangen, hier Cookies, hat es uns auch gut welche mitgegeben. Glutenfreie Schokocookies mit Cashew. Also die sind auch. Sind alle einzeln verpackt, ist leider viel Plastikmüll. Vegan und glutenfrei. Genau, würden wir es normalerweise auch probieren, aber wir haben echt zu viel gegessen. Wir sind jetzt auch gerade nach Hause gekommen vom Sommerfest. Wir aber Schokokookies halt. Seht uns nach. Ja, Schokokookies halt. Wir haben auch noch mehr hier von den Fisales. Ich glaube, da werden wir unseren Gästen welche mitgeben. Ich habe selber eins bekommen. Also wir haben jetzt 5. Und wir haben auch noch mehr von den Fertigrichten. Aber das wird ja nicht schlecht. Ja, genau, die kann man mal mitnehmen. Gut mit auf Arbeit. Ja. Gut, weil es steht so schön. Jetzt noch eins. Ja, 5. Also ja, wir haben schon ein paar Mal das gleiche bekommen, trotzdem noch, obwohl wir ein bisschen auswendig waren. Wir haben auch bestimmt noch mehr von den Cookies. Aber dafür, dass wir nur 3 verschiedene Lose eigentlich hatten. Ja, sind das schon sehr viele. Trotzdem mehr bekommen. Ja, noch mehr Cookies. Cookies, Cookies, Cookies. Dann haben wir, was haben wir jetzt nur einmal? Ja, da habe ich mich total veganer gefreut. Veganer Grünkernaufstrich nach Art Pfälzer Leberwurst. Da habe ich mich auch total gefreut. Das sieht total gut aus. Ich würde es jetzt auch gerne aufmachen, aber das wird dann zu schnell schlecht. Ja, das stimmt. Besteht hauptsächlich aus Wasser, Zwiebeln, geräucherten Tofu. Nigari, also Magnesium und Rauch, Kokosöl, rote Linsen und noch ganz viele andere Sachen. Hat auch eine schöne Leberwurstfarbe, also da bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Dann hier, da hast du dich auch gefreut. Vegan, Zelle, Grundsoße. Ja. Wenn man halt schnell mal eine Soße machen möchte, ist das optimal. Ja. Muss man nicht selber machen. So was Ähnliches haben wir auch schon als dunkle Grundsoße. Kann man natürlich auch selber machen, aber geht halt mal schneller. Exakt. Oh ja. Was ist das hier genau? Das ist Make-up. Mix ja, Your Glow Professional. So. Aber was genau ist das für ein Make-up? Textur für irisierenden Glow. Ich habe keine Ahnung. Ah genau, das ist glaube ich besonders hübsch. Dann, vielleicht so um eine Basis zu haben. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ins Gesicht. Jetzt wird es das ist die Wette. Es ist sehr, sehr hell. Es ist die Farbe Kalkwand. Was ist das? Ich glaube, das macht man halt entweder ganz zum Schluss oder am Anfang. Das ist die Frage. Es ist farblos, also das heißt, es ist dann halt wirklich nur so, ich glaube, das ist zum Finishen nur so für so einen kleinen Schein oder so. Ich werde es rausfinden. Hm. War auf jeden Fall ein Set, da gibt es von mir. Ja, genau. Dann, so. Das sind 2 verschiedene, glaube ich. Make-up, Toffee-Fudge. Color und Care Make-up, Color und Care Make-up. Ja, 60 Toffee-Fudge haben wir zweimal und 10 Light Beige. Okay, Ja, das sind jetzt Papierungen, würde ich sagen. Genau, sind das. Light Beige ist mein normaler Farbton und das ist jetzt der Toffee-Fudge. Da muss ich sehr viel in die Sonne gehen, damit der bei mir ausgeht. Verleiht einen ebenmäßigen Tausch, spendet Feuchtigkeit und schafft ihre Haut. Ja, also. Veganes Make-up. Also die 4 hier waren quasi einlos. Oh, das war jetzt eigentlich auch schon fast. Jetzt haben wir hier nur noch. Ja, ist jetzt schon gespoilert, hier diese Gutscheine von Ice Date, dass man da 3 Kugeln zum Preis von 2 bekommt, kann man bis zum 31.10. einlösen. Mal gucken, ob wir das noch schaffen, ob wir morgen nochmal zum Sommerfest gehen. Das ist eigentlich ganz cool, dieses Dattel-Eis, falls ihr das nicht kennt. Das ist halt so ein ziemlich gesundes Dattel-Eis. Ist halt, ja, die nehmen halt Datteln statt Zucker, nehmen halt Cashewcreme statt Milch, also das mit Wasser. Und dann hat man halt einfach dann noch Früchte oder Schokolade oder ähnliches für die Geschmacksrichtung.
Und damit hat man halt ein relativ gesundes Eis mit sehr wenig Zutaten und halt auch vollwertigen Nahrungsmitteln, anstatt halt jetzt irgendwelche Industriezucker. Ja, schmeckt auch sehr gut. Die bieten auch so kleine Schiffchen an, wo man dann von jeder Sorte eine Mini-Kugel drin hat, wo man alles mal probieren will. Also wenn ihr mal irgendwo seid, wo die sind, kauft euch unbedingt da ein Eis, das sind sehr lecker. Genau, das Schöne ist auch, die haben auch Prospekte, wo halt dann auch wirklich die Rezepte davon drinstehen. Das heißt, die haben auch gar nicht den Anspruch, dass du das unbedingt bei denen kaufen musst. Du kannst es auch zu Hause halt einfach selber nachmachen, wenn du einen Pürierstab oder Mixer nutzt und dann einfach die Zutaten reinwirfst, kannst du es auch selber machen und das ist eigentlich ganz cool. Also Fazit ist, nächstes Jahr gehen wir wieder zur Tombola, weil auf jeden Fall lohnt es sich, weil das, was hier steht, ist definitiv mehr wert als 20 Euro. Sehr viele Süßigkeiten. Und es sind wieder sehr viele Produkte dabei, jetzt die, also einige, die wir noch gar nicht kennen und deswegen ist es immer schön, wenn man da dann auch die Chance hat, Sachen auszuprobieren. Wir werden dann die Dinkelmilch trinken und sehr viel hiervon essen. Genau, also die Trinkmilch ist halt schade, dass das alles mit Plastik ist. Kann man aber gut mal unterwegs trinken, dann das ist halt ganz gut. Ob wir das dunkle Make-up jetzt verwenden können, das ist unwahrscheinlich. Genau. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und danke fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Video. Stick around, I might teach you a thing or two. How to get the double jumping like a kangaroo. It's a go with me as long as it's a go with you. Do the kangaroo, like a kangaroo.